So, in diesem Video möchte ich Ihnen jetzt als nächstes vorstellen, wie man irgendetwas von einer Funktion zurückgibt, die sogenannten Rückgabewert. Die sind in Python eigentlich genau das gleiche wie im C. Es ist relativ einfach. Wir definieren uns jetzt eine Funktion, die einfach denn die Zahl 1 zurückgibt. Ich weiß, nicht besonders spannend, aber erfüllt unsere Anforderungen. So, wir nennen diese Funktion 1 und wir sagen einfach return 1. Das war's. Wir werden erstmal irgendetwas von dem Benutzer abfragen. Nenn mir eine Zahl. Doppelpunkt. Ja, machen wir sogar so. So, damit sie auch eine Zahl ist, müssen wir sie in int umwandeln. Und jetzt werden wir antworten. Print Stringzahl plus 1 ist String Zahl plus 1. So, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Schauen wir mal, ob er glücklich ist. Er ist ganz glücklich. So, fragen wir doch mal, was los ist. Nenn mir eine Zahl. Ich sage 13. 13 plus 1 ist 14. Hat er sogar gerechnet. So, entziffern wir jetzt ein bisschen zusammen hier den Code, weil er gar nicht so trivial ist. Was habe ich jetzt hier gemacht? Erstens habe ich eine Variable Zahl definiert. Ich habe den Benutzer nach einem Input gefragt, der soll mir eine Zahl nennen. Diesen Input wird mir als String zurückgegeben von der Funktion Input. Das heißt, ich muss sie erstmal in Int umwandeln. Das habe ich hier gemacht. Und danach habe ich mir die Berechnung erspart. Ich hätte sie auch davor machen können. Ich habe das gleich hier in dem Print auch mitberechnet. Was habe ich hier mit dem Print gemacht? Ich habe zuerst die Zahl wollte ich einfach wiederholen. Weil sie selbst bereits ein Integer ist, muss ich sie erstmal mit einem String umwandeln, damit Print sie überhaupt nehmen kann. Danach drucke ich plus 1 ist mit den dazugehörigen Intervallen. Und hier in den letzten Teil habe ich Zahl plus 1 addiert. 1 ist die Funktion, die wir definiert haben. Das ist das hier. Und die gibt mir einfach nur den Wert 1 zurück. Ist nicht besonders überraschend, aber tut sie. Und das Ergebnis dieser Berechnung habe ich dann mit String wieder umgewandelt, sodass ich sie drucken kann. Und am Ende kommt eben genau das, was wir hier auch sehen. 13 plus 1 ist 14. Das kann man auch noch mehrmals ausprobieren. Ich kann auch was anderes nehmen. Sagen wir mal, ich könnte sogar minus 2 nehmen. Der sagt, minus 2 plus 1 ist eine minus 1. Das kann er sogar auch. Ich kann es auch mit Floats ausprobieren. Im Moment ist ja die Zahl eine Int. Okay, Moment, kann ich es mit Float natürlich nicht machen, denn ich habe das hier, die Zahl, mit einem Int konvertiert. Das heißt, wenn ich jetzt hier 0,9 schreiben würde, sagt er, Eitsch kann ich nicht machen, 0,9 kann ich nicht in Int konvertieren. Gut, versuchen wir es doch mal mit einem Float. Versuchen wir, ob das hier klappt. Nenn mir eine Zahl und ich sage 0,9. 0,9 plus 1 ist 1,9. Jetzt sehen Sie, so funktioniert das auch. Aber String 0,09 konnte er in Int tatsächlich nicht umwandeln. Das ist ein bisschen zu viel auf einmal. So, das sind die Return-Werte. Noch eine kurze Bemerkung, auch wenn sie ein bisschen vorgegriffen erscheint. Man kann tatsächlich in Python nicht nur einen Wert zurückgeben, sondern auch mehrere Werte zurückgeben. Das ist eine sogenannte Liste oder ein Tupel. Die werden wir uns ein bisschen später angucken. Hier jetzt einfach nur merken, man kann tatsächlich in Python auch mehrere Werte zurückgeben, was man in C eben ein bisschen komplizierter war. Man musste sich so ein Datenstrukt erstmal zusammenbasteln dafür. So ähnlich ist es hier, aber es ist ein bisschen einfacher. Das zeige ich Ihnen in einem der späteren Videos. Dankeschön.